Moin Leute, was geht? Ja, ich bin heute wieder in Sekschu 2 und ich wollte mir ja noch die andere MV Augusta angucken. Die haben wir auch letztes Mal angeguckt, ja, die brutale Dragster, die irgendwie gar nicht so brutal war. Aber hier gibt es noch eine andere und zwar die F4RR, ja. Ist ein bisschen neuer, die ist von 2016, die von 2017. Man sieht schon direkt eine Sache, die mir sofort auffällt, das Ding hier, also die F4RR, die sieht irgendwie so wieder so aus wie eine richtige Rennmaschine, ne? Ich weiß nicht, wie ich den Stil hier beschreiben soll, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr ja was dazu schreiben. Wie gesagt, Motorräder ist nicht so mein Milieu, ja. Und ja, ich finde das optisch geiler. Optisch finde ich das irgendwie, weiß ich, sieht cooler aus. Das ist halt wieder so klassisch Rennmotorrad irgendwie, ne? Aber vielleicht ist die ja besser, geht ja eher darum, was jetzt hier besser ist. Teuer ist das Ding auf jeden Fall, ne? Also 360.000 schon nicht wenig, ja? Also da kriegst du schon ein Gallardo für. Naja, wir gucken mal. Wir kaufen uns die und dann let's go. So, jetzt kann man das optische Unterschied nochmal richtig gut angucken. Also das ist jetzt hier die Augusta, brutale Dragster von der Seite. Und das die F4RR. Ihr seht ja schon, also ich weiß nicht, Rennmaschinen gefallen mir irgendwie optisch nicht so, weil die sehen, für mich persönlich sehen die immer alle irgendwie gleich aus, das habe ich schon so oft gesagt. Aber das andere sah echt cool aus, aber ja gut, vielleicht kann man da irgendwas draus machen. Mir gefällt auch die Farbe überhaupt nicht. Ist so altbacken, ne? Silber ist irgendwie altbacken, ich weiß nicht, finde ich auch bei Autos irgendwie nicht so geil. Bei manchen ja, aber bei meisten nicht. Egal, wir gucken mal, was wir hier machen können. Scheinwerfer, wir haben zwei Stück, gar keinen Scheinwerfer, wir haben eigentlich nur abgedunkelt. Die Scheibe abgedunkelt, das können wir aber mitnehmen hier. 3.500, alter Schwede. Für eine abgedunkelte Scheibe, Alter, was kostet so eine Folie? Irgendwie gefühlt nichts, ne? Das kriegen wir aus Carbon. Ich finde diese Streifen eigentlich cool. Vielleicht lassen wir die. Ich lass erstmal so wie das. So, Sitz. Ah, okay. Macht eine andere Form, ist ganz cool. Das kriegen wir da vorne noch. Aus Carbon. Ja, doch, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das können wir nehmen. Können wir auch wieder die Schwinge ändern. Unlackiert Carbon, ja, dann auf jeden Fall. Außenspiegel. Wenn die weg sind, ist es vielleicht ganz cool. Was ändert sich denn jetzt? Ah, so. Wir kriegen noch Carbon. Und ab. Ja, perfekt. Finde ich viel besser so. Auspuff. Was steht da in Klammern? Sichtbar. Ach, jo, lol. Warte mal. Der hat ja den Auspuff hier hin. Ja, moin. Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas, ey. Okay, das ist dann wieder geil, ne? Den Auspuff hier hinten raus ist cool. Habe ich noch nie gesehen beim Motorrad. Das ist geil. So, jetzt kriegen wir das noch ein bisschen. Ah, okay, das Schild kommt weiter weg. Die komischen Lampen fallen da weg. Also die Blinker. Das ist geil. Ich glaube, die kriegst du alle nur hinten. Aber der sieht auch schon krass aus, ne? An der Seite geht es wahrscheinlich gar nicht, ne? Ne, auch hinten. Aber ein Zweier. Ein Zweier ist auch cool, aber irgendwie. Mir gefällt das nicht, dass das Nummernschild so weit nach hinten ist, irgendwie. Hm, schwierige Sache jetzt wieder, ne? Ne, ich finde das auch besser, weil guck mal hier. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie die Dinger heißen, ja. Ich glaube, wo du die Füße draufstellen kannst oder was, ne? Sind das diese Sozius-Fußrasten, wovon ihr in den Kommentaren gelabert habt? Hier, das, die Dinger hinten? Ja, ne? Dann würde ich sagen, lassen wir die weg. Weil ihr braucht keine Heiden mitfahren, dann nehmen wir das hier. Das ist besser. 7.000, Alter. Teuer. Richtig teuer bei dem Ding. Abgedunkelte Lampen, ja, nehmen wir auch mit, ne? Also von hinten sieht das echt gut aus, ey. Kann man nicht meckern. Ja, das war's jetzt aber schon wieder. Ja, das war's schon wieder leider. Mal gucken, vielleicht kann man ja noch. Also Silber gefällt mir nicht, aber vielleicht eine andere Farbe. Grau ist zum Beispiel auch wieder geil, ne? Grau finde ich auch geil. Ja, komm mal, andere hat mir jetzt auch nicht gefallen. Und wegen diesen ganzen roten Streifen finde ich auch irgendwie wieder schade allerdings. Ne? Also da passt halt auch wieder nicht alles zu, ne? Aber Grau ist cool. Ich finde Grau sieht gut aus. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch leistungstechnisch reinmachen können. Wir machen mal eben noch Rauch rein. Sauber. So, wir haben in dem Ding 201 PS. Ja, ist ja auch wieder nicht so viel. Vielleicht kann man da noch was rausholen. Oh ja! Oh, lol, Alter. Das ist die Maschine mit den meisten PS, die ich habe. 300. Auf den Punkt. 300 PS. Das habe ich jetzt nicht erwartet, Alter, von 201. Ey, ich hoffe, das Ding geht ab. Wir gucken mal. So, vergeht die ja mal einen besseren Zaun. Warte mal, ich mache mal von so, kann man den Pott ein bisschen besser sehen. Oh doch. Ist auch wieder nicht so sehr brutal. Also ich fand bis jetzt irgendwie die GSX am besten. Gucken wir mal. Oh, der zieht aber schon ab. Okay, okay. Okay. Beschleunigung ist am Start. Wir haben keine. Ich habe keine Nitro gedrückt. Das ist schon mal nicht schlecht, Alter.
Ihr könntet ja so machen, weil ich jetzt so viele gewünscht haben, dass ich mal auch die Ego-Perspektive zeige. Wie gesagt, mir wird dabei schlecht. Ich werde es nicht im Rennen machen. Aber wir können uns das ja mal hier kurz angucken einfach. Hä? Warum macht er das nicht? Ah, jetzt so. So. Also wer so fahren kann, hat auf jeden Fall meinen Respekt, Alter. Ich kann es nicht. Das ist echt schnell, das Ding, ne? Ja, Willy kann er auch, ja. Ich würde sagen, wir gucken mal auf dem Track, wollte ich schon wieder sagen. Wir gucken mal im illegalen Street Race Rennen, was da so geht. So, ich habe die Reifenhaftung auch wieder volle Pulle gemacht. Das mache ich jetzt bei jedem Motorrad. Ich werde es jetzt nicht mehr erwähnen einfach. Ja, wisst ihr Bescheid, dass es immer drin ist. Ja, also wir kamen eindeutig schneller weg als die mit der anderen Augusta. Mit der brutalen Dragster. Boah, da ist die Kurvenlage aber nicht so geil, Alter. Ja, Vater Lisa noch hinten drauf, genau. Nimm die alte von hinten, ey. Ah, die Kurvenlage ist nicht so gut auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man gleich noch besser sehen bei St. Georg. Werden wir auch nochmal machen. Ja. Das ist jetzt wieder vergleichbar mit der GSX, würde ich so ungefähr sagen. Also, GSX kennt man, kennen vielleicht schon viele, aber das ist ungefähr gleich. Also, da fand ich die brutale Jaxa wesentlich cooler auf jeden Fall. Da muss ich wieder sagen, bevor ich das Ding hier fahren würde, würde ich lieber die Ninja H2 nehmen. Weil die hat erstens auch so ein bisschen diese Rennoptik, der darauf steht. Die war schnell und gut in den Kurven. Wie gesagt, auf die Beschleunigung jetzt hier einzugehen, ist fast schon Quatsch, weil die Motorräder sind alle so nah beieinander. Das kann man nur in dem Vergleichsvideo rausgeben. Das kommt aber auch noch, keine Sorge. Auf jeden Fall ist die Kurvenlage nicht so gut. Kein Fall. Das Ding ist teuer, ne? Also für 350.000. Boah. Hier ist nicht das teuerste Motorrad. Das teuerste ist die GSX. Die auch den Preis irgendwie, also für mich absolut gar nicht wert ist irgendwie. Also da ist man echt mit der H2, glaube ich, also bisher am besten bedient. Ja, auch ungefähr die gleiche Zeit gefahren wie mit der, im letzten Video mit der anderen Augusta. Die gleiche Zeit zwar, aber... Mal gucken, wir fahren nochmal St. Georg. So, hier hatten wir mit der brutalen Dragster eine 3 Minuten 10. Mit der Ninja H2 habe ich ja immer noch meinen Rekord. Man muss immer bedenken, ich fahre die ganzen Maschinen dann immer zum ersten Mal auf der Strecke. Ne? Also ich habe jetzt mit der H2 jetzt nicht irgendwie geübt oder so. Das hat man ja auch im Video gesehen, das war meine erste Runde damit. Boah, bitte bleib jetzt hier nicht wieder hängen, Alter. Bitte häng ich jetzt hier nicht... Nee, okay. Alles klar. Das wäre... Alter, ey. Das ist bei mir immer so, ey. Aber bisher war das auch immer nur, wenn ich irgendwie die Lazy gerade erst angemacht habe und zum ersten Mal auf St. Georg war.
Ja, Spaß macht es schon, ne? Macht schon Bock. Aber da würde ich echt lieber zu DSX irgendwie greifen. Oder beziehungsweise noch besser zur Ninja 2 greifen auf jeden Fall. Vielleicht ist die ja sogar schneller jetzt. Wir gucken mal. Ah, scheiße. Ich wäre auch locker mit der brutalen Drexler schneller gewesen. Aber das war so ungewohnt für mich, dass das Motorrad so hart gut einlenkt. Und vor allem so direkt reagiert. Und die Bremsen so gut sind. Also wenn man das ein bisschen übt, dann würde ich schon fast sagen, könntest du mit der Drexler auch noch schneller sein. Ja, Nitro lohnt sich nicht, wir sind die ganze Zeit hier mit V-Max. Oh, 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 da kam der Flanke. Ah, okay. Bisschen abgekürzt. Viele hatten sich noch die Ducati, scheiße, Panigale gewünscht. Die machen wir dann im nächsten Video. Und ja, die Kawasaki, wie heißt die überhaupt? 1000 ABS? Die machen wir auch noch auf jeden Fall, weil das ist ein Motorrad, was ich persönlich hier am coolsten finde. Von der Optik einfach. Ob die gut ist, werden wir dann noch sehen. Aber Kawasaki, ja. Wird schon was können, ne? Drei Minuten. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Unfall gebaut, aber mit der Ninja 2 wäre ich jetzt schon im Ziel gewesen. Ja. Ziehen wir mal den Unfall noch ab, sagen wir mal, das sind auch noch mal eine Sekunde oder so. Oder anderthalb vielleicht. Dann wäre ich jetzt genauso schnell gewesen wie mit der brutalen Dragster. Ich hatte das Gefühl, das gleicht sich so ein bisschen aus, ne? Also das Ding ist jetzt hier vielleicht schneller eine Beschleunigung, aber die Dragster ist besser in der Kurve. Ja, schreibt mir wie immer mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr besser findet und wie ihr das Motorrad hier findet. Ich muss sagen, bis jetzt war immer noch die Dragster, die war echt geil. Da muss man halt ein bisschen noch mit üben, ne? Weil die Bremsen sind sehr gut und die Lenkung ist echt direkt und schnell. Wenn man übt, glaube ich, dass es schon ein echt gutes Motorrad ist. Ich glaube sogar fast, dass die Ninja H2 und die brutale Dragster so ziemlich die besten Motorräder sind. Aber wie gesagt, das machen, müssen wir noch ein Vergleichsvideo abwarten. Ich werde erst alle Motorräder durchmachen, die jetzt hier noch sind. Nicht alle, weil die Shopper können wir uns, denke ich, mal sparen. Denn da sind wir uns, glaube ich, einig, dass die nicht so schnell sind. Da gehe ich einfach mal von aus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Leute, macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.